Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit dem Fenster Teiler beschäftigen. Dazu solltest du bereits wissen, wie man eine Polynomfunktion in ihre einzelnen Linearfaktoren zerlegt. Und das Ziel dieses Videos ist es, herauszufinden, wie man mithilfe der Zerlegung in Linearfaktoren die Nullstellen einer Polynomfunktion berechnet. Fangen wir an. Wir haben hier eine kubische Polynomfunktion f gegeben, die die Nullstellen x1, x2 und x3 hat. Die Funktionsgleichung dieser Funktion lautet 2x hoch 3 plus 2x² minus 34x plus 30. Und wir sollen jetzt diese Funktion in ihre Linearfaktoren zerlegen. Das heißt, wir wissen, diese Funktion ist gleich x minus x1 mal x minus x2 mal x minus x3 und als Faktor vorne fehlt noch 2. Wenn wir jetzt wissen, dass diese drei Nullstellen x1, x2 und x3 ganze Zahlen sind, welche Nullstellen kommen dann nur noch in Frage, wenn der letzte Koeffizient 30 ist? Versuche das zunächst alleine herauszufinden. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Wir gehen vor wie im letzten Video. Das heißt, wir schauen uns die Funktion an der Stelle 0 an. Also, f an der Stelle 0 ist gleich 2 mal minus x1 mal minus x2 mal minus x3. Und das ist gleich 30. Und durch Umformen erhalten wir minus x1 mal x2 mal x3 ist gleich 15. Aber da wir ja auch wissen, dass x1, x2 und x3 ganze Zahlen sein sollen, dann müssen sie auch Teiler von 15 sein. Das heißt, es kommt nur noch in Frage plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5 oder plus minus 15. Mit dieser Information können wir jetzt alle drei Nullstellen von f berechnen. Versuche das bitte zunächst alleine. Okay, also die einfachste Methode hier vorzugehen ist einfach einsetzen und ausprobieren. Fangen wir an. Also f an der Stelle 1. Das ist gleich 2 plus 2 minus 34 plus 30 und das ist gleich 0. Das heißt, das passt und wir wissen, x1 ist gleich 1. Dann weiter, f an der Stelle 3. Das ist gleich 2 mal 27 plus 2 mal 9 minus 34 mal 3 plus 30. Und das ist auch 0. Das heißt, wir wissen, das ist auch eine Nullstelle. Und wir haben x2 ist gleich 3. Mit der Information, dass die erste Nullstelle gleich 1 und die zweite Nullstelle gleich 3 ist, können wir auch gleich die dritte Nullstelle berechnen. Und zwar mit x3 ist gleich minus 15 durch x1 mal x2. Einsetzen und wir erhalten minus 15 durch 1 mal 3. Und das ist gleich minus 5. Die drei Nullstellen sind also 1, 3 und minus 5. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.